Assalamu alaikum. Wir haben hier einen Raum im Moscheekomplex gefunden, in dem kleine Mädchen lernen. Sie lernen aber nicht Mathematik und Naturwissenschaften, sie studieren den Koran. Gehen die Mädchen auch zur normalen Schule? Nein, sie sind nur hier. Darf ich fragen, warum sie nicht zur normalen Schule gehen? Weil sie nicht wollen. Wir versichern allen Menschen auf der ganzen Welt, insbesondere den Menschen in Afghanistan, dass die Rechte im Islam gleichberechtigt sind. Der Islam hat gleichberechtigte Rechte eingeräumt, Frauen haben ihre eigenen Rechte. Wir werden ihnen so viele Rechte einräumen, wie es der Islam vorschreibt. Uns wurde erzählt, dass Mädchen nun normal unterrichtet werden, weil sich die Taliban verändert haben. Dieser Lehrer erzählt aber, dass die Mädchen nur Religionsunterricht erhalten. Ich habe mit einigen Frauen gesprochen und versprochen, keins ihrer Gesichter zu zeigen, aber es ist interessant, weil die Taliban viel darüber reden, wie sich alles verändert hat und Mädchen jetzt zur Schule gehen können. Aber ich frage, ob eines dieser Mädchen zur Schule gehen würde, und mir wurde versichert, dass die Mädchen nicht zur Schule gehen. Und als ich fragte, warum nicht, meinten sie, die Taliban sagen, das sei schlecht.